So, weiter geht's. Nehme ich gern mit. Von der Rechtsabteilung. Vorstandsgruppe, Haftungsfrage für was? Puerto Olia. Zur Anfrage des Vorstands. Das Casino hat Wetten auf den Kampf von Unternehmensdrohnen angenommen, den Kampf selbst aber nicht initiiert, sodass die Frage. Die Kläger aus Puerto Olia fordern Schadensersatz für alle betroffenen Familien sowie den Wiederaufbau von Dorfeigentum. Aber da es nicht unsere Drohne war, die auf dem Marktplatz abgestürzt ist, scheint ein Verschulden Daten beschädigt. Es ist wahrscheinlich, dass Cresset Leutnant bei einer möglichen Einigung die Hauptlast tragen wird. Da Daten beschädigt. Logo auf dem Wrack deutlich sichtbar. Bei den umstrittenen Punkten auf der Verliererseite, obwohl die Zahl der Opfer erheblich war, sind wir vermutlich aus der Sache raus. Aha. Gut, ich habe keine Ahnung. Irgendwie gab es da Stress. Immer noch so viel. Ich habe das Gefühl, so viel leichter wird's nicht. Kriegs hat nur alles irgendwie vor den Arsch geblasen. Yo. Der war aber schnell. Ist doch alles gut. Ich mach trotzdem keinen Schaden. So. Geht so, würde ich sagen. Wow. Laut so. Gaia sollte ich Poseidon hier finden. Aber die Ruinen hier sind der Witterung ausgesetzt. Aber viele sind auch im Sand begraben. Vielleicht liegt Poseidon unter der Erde. Wenn das stimmt, könnte ich einen Weg nach unten durch eine dieser Bauten finden.
Na, dann wollen wir mal gucken. Interessant, ne? Alte Wertgegenstände, okay. Ich habe schon gesehen, dass ich da was wegholen kann. Ey, Leute. Den Finger im Abzug. PWN, die Sports braucht dich, um die VL Akula Drohne für Petrotech NK in den kommenden Kampf um die chilenische Silberparzelle 3001 zu führen. Stell dich von zu Hause aus auf dem PWM-Holo-Kanal vor und finde heraus, ob du bereit für echte Remote-Action bist. Wir suchen für unsere August-Staffel 4 Piloten. Registriere dich jetzt. Remote-Action? Aha. Seit wann ist man denn dafür nicht bereit? Was ist denn eine unechte Remote-Action? Das würde mich auch mal so leicht interessieren. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Okay, hier geht's irgendwo runter. Stimmt in diesem Turm. Ich habe da so eine ganz vage Vermutung. Turm ist nur Zierde. Interessant. Ich will zwar nichts sagen, aber wie kommt da was hin? Muss ich die Ranken wegmachen, ne? Verstehe. Davon darf ich mich nicht triggern lassen. Ich hab doch... bin doch gesprungen. Reserve für später. Los geht's!
Bin ich zu blöd zu treffen. So, schickt Osaram Stöberer. Ja gut, ich stöber nur. Die soll mir eigentlich relativ egal sein. Es war ein Geschenk, dir dabei zuzusehen, Rotschopf. Super. Sind nicht alle böse. Gut. Finde ich hier noch ein paar Blümchen? Ja. Ich finde hier sogar noch Fragmente. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich jetzt hier in den Untergrund komme. Das sieht irgendwie... Nee, ist nur verwittert. Okay. Ja, wie viel weniger Damage man kriegt bei einem einzigen... Gerade, ich hab so das Gefühl, dass sie im Normalen ein bisschen verkackt haben. Die normale Stufe. Auf normal hätte ich schon längst die Hälfte an Leben verloren. Scharfschussbogen macht 4 Damage. Weil er falsch getroffen hat. Interessant. Da hat jemand eine Ausweichschleife gefangen. What the fuck? Jägerin, Kriegerin, Maschinenmeisterin, Eindringling.
Keine Ahnung. So, muss ich jetzt erstmal gucken. Suche in den Ruinen nach einem Weg, Weg unter die Erde. So, läuft. Ihr ruhig. Ein Weg unter die Erde. Mama. Ich gucke erstmal so ein bisschen in den Gebäuden. Ja, ich habe da irgendwie so ein ganz... ich habe da so eine Vorahnung. Ja, haha. Treffe ich nicht? Warum mache ich keinen Schaden, wenn du nicht richtig triffst? Das ist doch dumm. Halt immer übertrieben werden. Es muss wirklich gefühlt immer übertrieben werden. Normale, halbwegs actiongeladene Kampf wäre ja. Nee, es muss immer richtig reingeschissen werden. Lol, Skorpion. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass es hiermit was zu tun hat, weil das sieht irgendwie schon so aus, als wenn das irgendwie so ein Zentralpunkt wäre oder so ein Rahmen.
habe das Gefühl, auf normal verfolgen dich die Dinger in der Luft. Ja, auch mal sterben? Danke. Unglaublich. Ja, immer schlimmer hier, so nach dem Motto, ja, der letzte von denen, der ist einfach der Obermacker. Der stirbt einfach nicht. Lass mal alles mitnehmen hier. Das Problem ist, wenn die Kämpfer halt zu krass sind, muss man sich echt fokussieren. Wo man überall gesucht hat, wo man suchen will und hast du nicht gesehen. Irgendwas sagt mir da hier so ein bisschen. Diese Kuppeln entlang, irgendwie hier. Jetzt erstmal in dem Gebäude, was ich aber nicht glaube. Das wäre zu nah. Man muss hier das Metallgebilde irgendwie mitkriegen. Aber vielleicht kann ich mir von hier einen guten Überblick verschaffen. Nicht wirklich. Dafür müsste ich mal nach oben kommen. Bubbidi bubbidi boo, bubbidi bubbidi boo. Oh yeah. Vielleicht? Oder dort hinten? Da scheint es etwas verdächtig. Ja, gut. Noch geht's. Sieht's gut aus. Aber da sieht's auch wieder böse aus. Habe ich die Viecher nicht eben gekillt?
super. Viel besser. Super. So, irgendwie. Hier gibt es viele Vorratsbehälter. Da will ich erstmal hin. In der Hoffnung, ich komme da irgendwie rein. Die Rank muss ich doch auch irgendwie wegmachen. So das Gefühl. Nee. Ich markiere den Ort in meinem Fokus und komme später wieder. Ja, das habe ich mir gedacht. Das waren diese Blumenranken. Da kann ich nicht mehr weiter viel machen. Das habe ich mir schon fast gedacht. So. Okay. Dann gehe ich mal hier hin. Diese Ruine ist nicht ganz so verfallen wie andere hier draußen. Ob ich drin was Nützliches finden kann? Bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist nur nicht ob, sondern schaffen wir es überhaupt? Das ist die nächste Frage. Ich komme! Hier ist viel Wasser drin. Eine erfrischende Abwechslung zur Wüstenlandschaft da draußen. Könnte nützlich sein. Nimm ich sie mal mit. Why not? Das mache ich mal auf. Ja. Aua, boah, aua. Wunderbar. Da ist noch was. Die Tür ist zu. Man braucht wohl ein Schlüsselmodul. Ist die Frage, habe ich denn so eins? So, komm mal her hier. So, ich will erstmal gucken, ob ich das hier vielleicht brauche. Definitiv. Und hier kann ich mit Wasser spielen.
Wasser steigt schnell. Mitten in der Wüste? Wo kommt das her? Das ist die nächste Frage. Ich sollte das Wasser abschütteln. Jetzt bleib doch mal entspannt hier liegen. Das kriegen wir noch. Ein Schlüsselmodul. Das ist kein Schlüsselmodul, das ist ein Schlüssel. Aber okay. Na gut, alles okay. Alles kann man so lassen. Da oben bin ich auf jeden Fall auch nochmal hin. Okay, ich bin drin. Mal sehen, was ich damit machen kann. Kannst du bestimmt auf die obere Ebene damit. Raten, da oben muss ich irgendwie hin. Da oben auch. Okay. Noch kann ich damit nicht viel machen. Hier komme ich nicht hin, da komme ich nicht hin. Das ist ein tolles Ding. Das ist noch nicht mal ausgepackt. Aber okay. Kein Problem. Frage ist jetzt nur, was kann ich damit machen? Also mit diesem Teil da oben. Ich würde gucken, ob ich das Ventil schließen kann, um das Wasser wieder abzulassen. Aber für so eine Wasserspielchen habe ich eigentlich nicht so wirklich Bock gerade. Da hinten hin muss ich irgendwie. Okay, Kisten. Ob sie schwimmen können? Das wäre natürlich die Sache, ne? Tatsache. Sie können schwimmen. Okay. Das ist schon mal gut. Das weiß ich nur nicht. Nein! Ich hab doch nicht X gedrückt, ich hab Dreieck gedrückt. Na komm, ist mir egal. Irgendwann muss es auch mal gut sein.
natürlich nicht, ne? Geht's da weiter oder geht's... Nee, doch. Hier schon mal. Wie oft heißt es, man soll beim Pokern seine Emotionen beherrschen, ein Pokerface aufsetzen, sich im Griff haben und keinen Rückschluss aufs auf sein Blatt zulassen? Völlig falsch. Wie der makuaische Spiel Mogul kennt die ganze Zeit, beibricht der neuen Strategiehandbuch, schlage die Smart Poker KI, stell dich dumm, beweist. Besiegen Sie KI, die Kainu KI, was? Besiegen Sie KI, Sinu KI in 5 unlogischen Schritten, die einfach zu erlernen, aber schwer zu entdecken sind. Gewinnen Sie gegen das Haus, gewinnen Sie gegen das System, machen Sie sich ein Vermögen. Jetzt für alle Hololeser erhältlich, nur Dartball. Genau, mach einfach das, was keiner von dir verlangt. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ne? Wenn ich weiter weg wäre. Was muss ich damit jetzt machen? Okay, 2 Kisten. Da ist noch ein Ventil. Okay, ich kann das auf jeden Fall nicht hochziehen. Aber kann ich das Ventil abklemmen? So, dass das Wasser wieder wegkommt? Okay, ich habe jetzt 2 Kisten. Gut. Die Frage ist jetzt nur, was könnte ich mit denen machen? Wo könnte eine zweite Kiste sich gut machen? Was waren das für Geräusche? Boah, Mann. Das Klettern hier ist echt gefühlt... Vielleicht komme ich an etwas Höheres ran, wenn ich auf der schwimmenden Kiste stehe. Bis jetzt sehe ich jetzt nicht so viel Probleme damit, Aloy. Wenn du auf der schwimmenden Kiste stehst, das bringt mir in dem Sinne halt doch. Ich kann sie irgendwo hin auf Position bringen. Während das Wasser abgelassen wird. Aber die Frage ist eher... Och nein, ich wollte doch nur abspringen.
Der Schildflügel hält. Warte mal, warte mal, warte mal. Eine Kiste muss hier irgendwie hin. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Ich habe das Gefühl, dass ich dorthin muss. Und da komme ich halt nicht so leicht hin. Eine Kiste brauchst du, um den Wasserpegel wieder zu erhöhen. Klar, das ist logisch. Alles eher. Wo bringe ich die andere Kiste hin? Also ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Aber ich komme theoretisch überall hin. Das Problem ist, das Wasser steigt ja nicht bis hierhin. Das steigt ja, glaube ich, nur bis dahin. Kann ich dort vielleicht? Warte mal. Könnt's mal probieren. Ich könnte das Ventil eigentlich offen lassen. Ich hab doch Dreieck gedrückt. Versuchen. Sag mal, willst du mich veräppeln? Hol doch diese scheiß Kiste jetzt her. So unrealistisch. Ich weiß, jeder normale Mensch hätte es irgendwie trotzdem noch geschafft, weil man könnte ja auch hier durchgehen, aber Aloy natürlich. Das geht natürlich gar nicht, ne? Das ist too much. Hier durch die Tür durch? Nein.
Wird auch wieder falsch sein. Oh, ich dachte schon, das wäre jetzt komme ich weiter. Ich will aber. Och. Es ist doch unglaublich. Die Steuerung hier ist echt ein größter Feind. Kannst du nicht einfach über das Gelände gehen? Ich will diese Fuck. Ich will doch nur nach oben. Alter, es ist eine Last. Ich will nicht so Kante, ich will das Ornament einsammeln. Und noch ein Relikt. Ich behalte das mal. Könnt ihr später noch gebrauchen. Will zwar nichts sagen, aber warum fängt die Musik jetzt so krass an? Ist aber nicht das, was ich gesucht habe. Das war jetzt einfach nur eine Ruine. Na gut, der Part ist viel zu lang. Eieiei, schlimm hier. Wollen wir nochmal aus der Ruine verpissen und dann reicht's auch für heute. Irgendwie. Wo ist denn das nächste Lagerfeuer? Blockierter Weg. Lagerfeuer. So. Ich speichere nur noch. Macht's gut, Leute. Tschüss.